Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Artlife Racing Schreibtischstuhl Montreal. Ja, Gaming-Stühle, die sind in der Tat sehr beliebt, vor allem unter Zockerfreunden, ja. Da gibt man auch gerne Geld für sein Gamer-Gear aus. Hier, finde ich, haben wir einen sehr preiswerten Zockerstuhl am Start. Das gefällt mir schon mal echt gut. Das Amazon-Angebot zum Artlife Racing Schreibtischstuhl Montreal werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne einmal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Ja, Zocken ist ein stetig wachsender Megatrend, für immer mehr und mehr Leute ein erfüllendes Hobby. Ich finde es am besten, wenn man es vor allem mit Aktivitäten draußen an der frischen Luft zur Abwechslung kombiniert. Also nur drinnen sitzen und zocken, da bin ich nicht so der Freund von, aber im Endeffekt muss das jeder selbst entscheiden. Was auf jeden Fall wichtig ist, wie ich finde, ist ein ergonomischer, Gamerstuhl, um eben angenehm sitzen zu können, um sich angenehm seiner Leidenschaft hingeben zu können. Vor allem finde ich den Preis hier sehr interessant bei diesem Artlife Racing Schreibtischstuhl Montreal. Wie ich finde, gar nicht mal zu teuer, da habe ich schon wesentlich teurere Zockerstühle auf dem Markt gesehen. Wir können uns ein paar Eigenschaften hier auch gerne noch genauer anschauen. Sportlich elegant. Racing-Schreibtischstuhl mit elegantem Bezug aus Kunstleder für Büro, Arbeitszimmer oder Kinder- und Jugendzimmer. In Sachen Design finde ich diesen Zockerstuhl hier auch im Vergleich sehr zurückhaltend, kann man also in der Tat auch zum Beispiel als seriösen Bürostuhl oder was auch immer verwenden. Hoher Sitzkomfort. Bürosessel mit dicker und weicher Polsterung für bequemes Sitzen. Gepolsterte Armlehnen für zusätzlichen Komfort. Bequem und rückenschonend. Ergonomische Form und kippbare Rückenlehne für optimale Anpassung an Körperhaltung. Rückenschonend und ermüdungsfrei sitzen. Höhenverstellbar. Sitzhöhe zwischen 46 und 56 cm stufenlos einstellbar. Somit eignet sich der um 360 Grad drehbare Bürostuhl für Kinder und Erwachsene. Stabil. Der Stuhl ist bis maximal 120 Kilogramm belastbar. Durch das breite Fußkreuz mit 5 leichtgängigen Rollen steht der Drehstuhl fest auf dem Boden. Belastung bis 120 Kilogramm finde ich für den Preis wirklich erstaunlich gut, muss ich sagen. Generell gefällt mir die Ausstattung von diesem Racing-Schreibtischstuhl Montreal aus dem Hause Artlife wirklich gut. Auch das Design sieht, für ich finde, sehr modern aus, sehr cool aus. Ja, macht auf mich einen guten Eindruck. Preislich, wie ich finde, sehr interessant. Da muss ich sagen, habe ich schon wesentlich teurere Zockerstühle auf dem Markt gesehen. Und wenn wir hier die Eigenschaften im Hinterkopf behalten und die Tatsache, dass er zum Beispiel bis 120 Kilogramm belastbar ist, da finde ich den Preis schon wirklich erstaunlich gut. Ja, gefällt mir. Muss aber natürlich jeder Zocker für sich selber beurteilen, was er möchte, worauf es ihm ankommt. Das Amazon-Angebot zum Artlife Racing Schreibtischstuhl Montreal werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne einmal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Wie bereits gesagt, Zocken ein Megatrend, ein Markt, der stetig wächst. Liegt einfach daran, dass man so viele zwischen so vielen verschiedenen Spieletiteln auswählen kann. Da ergonomisches Sitzen bitte nicht unterschätzen. Ja, wenn du nämlich einen falschen oder einen schlechten Stuhl verwendest, kann das relativ schnell zu Rückenschmerzen und anderen Problemen führen. Das ist dann natürlich nicht gerade sehr angenehm. Ja, da finde ich, kann man schon Geld in einen guten Zockerstuhl investieren. Und vor allem finde ich persönlich hier den Preis von dem Artlife Gamerstuhl super. Muss aber jeder selber beurteilen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Zocken. Alles Gute, ciao.